Nachdem wir uns letztes Mal mit ILS und dem Localizer-Demi-Approach beschäftigt haben, gucken wir uns heute mal die restlichen Non-Precision-Approaches an. Die kann man mehr oder weniger alle über einen Hut scheren, wenn es um das Fliegerische geht. Ein bisschen anders als beim ILS ist es so, dass es hier drei Wege nach Rom gibt, wie man die fliegen kann. Einmal sehr old-fashioned, wo man halt mit Vertical Speed sich den Sinkflug zur Bahn selber zusammenstrickt. Dann etwas moderner, dass man das in Elna von Wiener fliegt. Und dann State of the Art, die 737 kann das mit der sogenannten EAN, Integrated Approach Navigation Capability, kann sie diese Anflüge auch dann im Approach-Mode fliegen, sodass das dann im Cockpit aussieht wie ein stinknormales ILS. Macht die Sache natürlich sehr leicht. Vorab mal kurz reingucken, worüber wir heute sprechen. Letztes Mal war Precision Approaches, wenn ihr euch erinnert. Da geht es um einen bodengebundenen Gleitweg, wo uns also extern der Weg vorgegeben wird. Und wie wir zum Touchdown kommen. Und beim Non-Precision Approach ist es egal, ob das die Guidance von einem NDB kommt, von einem VOR oder von einem Localizer oder vom RNP Approach, wo das auf Satelliten basiert, haben wir einen, ja gut, GWAS-S, was haben wir auch noch, was das ist, da reden wir gleich noch kurz drüber, haben wir einen bodenunabhängigen Gleitweg. Das heißt, den müssen wir uns oder den muss sich das Flugzeug dann selber stricken, wie man von der Final Approach Altitude dann im Sinkflug geregelt dann in Richtung Runway runtersinkt. Wir sind heute in Brindisi. Hier seht ihr die Karten von dem, was wir heute fliegen werden. Wir beginnen mit dem RNP Approach auf die Runway 31. RNP, Required Navigation Performance, früher hieß das RNAV Approaches, RNAV Approach oder RNAV GPS Approaches. Das ist von der EASA jetzt, da musst du wahrscheinlich immer befördert werden, ist das dann alles unter RNP jetzt zusammengefasst worden. Und ihr seht, die Karte ist relativ umfangreich, weil wir haben da unterschiedliche Minima, je nachdem, was wir da für einen Approach gerade fliegen. Wir gucken den unteren Teil, gucken wir uns gleich gesondert an. Ansonsten seht ihr in der Draufsicht, die laterale Führung hier ist meistens mit GPS-Waypoints. Und auch hier ist es so, dass relevante Informationen zu dem Anflug mit so einer bestimmten Box hier ausgestattet sind, ne, etwas mit Schattierung, dass man weiß, was jetzt für diesen Anflug wichtig ist. ECNOS, was das ist, gucken wir gleich. Das findet man auf diesen RMP-Approach-Karten, findet man bei der VOR-Karte, seht ihr hier, findet man solche Informationen nicht. Die ist rein konventionell. Ne. Ihr seht, der Approach auf die 31 ist auch um 5 Grad mit dem Offset in Richtung Süden. Ne. Die Runway hat eine Ausrichtung von 313 Grad und der VOR-Approach hat einen Final Approach Kurs von 318 Grad. 5 Grad hört sich nicht viel an, ist aber schon eine ganze Menge. Da muss man dann im Final schon ein bisschen steuern, dass man dann auch tatsächlich auf die Centerline kommt und dann nicht erst über der Touchdown-Zone anfängt, das Flugzeug sich dann auf die Piste auszurichten. Auch hier ist es so, dass das wichtige Navigationsmittel, was man für diesen Approach nutzt, hier das Bravo Charlie Sierra VOR, hier mit so einer besonderen Box ausgestattet ist. Ne? Da gibt es mehrere Navigationseinrichtungen am Flugplatz. Es gibt auch Flugplätze, wo mehrere VORs in der Nähe von den Pisten stehen. Und das, was man sich tatsächlich setzen muss, auf was dieser Approach hier basiert, das sieht man an dieser besonderen Box hier. Zu den Minima. Hier ist der RNP Approach, da haben wir jetzt drei Auswahlmöglichkeiten. Wir können hier einmal nur LNAV ein Minimum finden. Bedeutet, dass wir die Centerline-Führung halt mit LNAV fliegen und die vertikale Führung selber machen. Ne, dann nicht mit VNAV, sondern nur mit LNAV. CDFA, das bedeutet Continuous Descent Final Approach. Das heißt, dass man von der Final Approach Altitude bis zum Minimum mit einem konstanten Winkel sinkt. Da haben wir dieses Minimum mit diesen Wetter-Minimas, die wir haben müssen, also 1,6 Kilometer AVR brauchen wir, um diesen Approach mit LNAV nur fliegen zu können. Und wenn das Anflugbefeuerungssystem aus ist, brauchen wir sogar 2,4 Kilometer Sicht. Natürlich, weil wir mit dem Offset ankommen, nee, Quatsch, das ist hier hinten, da braucht man ein bisschen mehr Sicht natürlich, wenn das Licht aus ist. Zweite Möglichkeit, LNAV und VNAV, was wir heute auch fliegen werden. Da haben wir Minimas und Wetterminimas angeboten und LPV Cut 1 bedeutet Localizer Performance Vertical Guidance. Das ist dann wie ein ILS Cut 1 Anflug,
Na, ihr seht, das Minimum ist auch hier nah an 200 Fuß dran, was ja das Minimum von einem Cat-1-Anflug ist. Da kommt man natürlich schon wesentlich weiter runter. Ne? Wenn ich nur mit einem ziemlich schlecht ausgestatteten Flugzeug da ankomme, dann kann ich nur bis 500, 6 Fuß über Grund sinken, muss da was sehen. Und wenn ich das mit Localizer Performance Vertical Guidance fliege, kann ich sogar runter bis auf 291 Fuß. Dieses LPV kann ich mit meiner 737 nicht fliegen. Wer eine Zibo hat und einen Multimode-Receiver, da ist es dann möglich, tatsächlich das ECNOS-Signal sich auch noch einzuholen und dann kann man auch noch weiter runter bis auf die 291 Fuß. Das sind die Minima für den RMP-Approach. Wie gesagt, hier dreigeteilt. Und bei sonstigen Non-Precision Approaches, die halt nicht mit GPS unterstützt sind, da haben wir eigentlich meistens nur ein Minimum. Das sind jetzt hier 530 Fuß, ihr seht. Das deckt sich mit dem Non-Precision Minimum bei dem RMP-Approach auf 530 Fuß. Und die Wetter-Minima sind hier auch genauso beim VOR-Approach wie bei dem LNAV geflogenen RMP-Approach. GPS ist zwar wunderschön, aber es unterliegt natürlich auch Fehlern. Einmal Fehler, die vom Betreiber, das ist ja größtenteils das US-Militär, die können Fehler einspielen, wenn sie gerade damit rechnen, dass irgendwelche Cruise Missiles gelauncht werden und man möchte verhindern, dass sie das Ziel finden, kann das Signal verfälscht werden. Da gibt es aber für die zivile Luftfahrt das sogenannte, in Europa ist das das ECNOS-System, das ist das European Geostationary Navigation Overlay Service. Da haben wir satellitenbasiert ein Korrektursignal. Ihr seht, das ist sehr großflächig, das umfasst mehr als Mitteleuropa. Da sendet ein Satellit oder mehrere Satelliten ein zusätzliches Korrektursignal aus. Das wird anhand von Bodenstationen ermittelt. Na, da werden hier überall über Europa verteilt sind Bodenstationen. Die wissen natürlich genau, an welcher Position sie stehen. Dann messen die, wo das GPS sagt, wo sie gerade stehen. Und dann können die natürlich ausrechnen, was da für ein Fehler gerade eingespielt ist und senden dann das Korrektursignal aus und der Flieger benutzt das dann, um seine Navigation zu verbessern. Das ist natürlich dadurch, dass es hier eine sehr große Fläche umfasst, ist es nicht besonders genau. Es macht GPS dann zwar für Anflüge brauchbar, geht aber nicht so weit runter wie das sogenannte Ground-Based Augmentation System GBAS. Das gucken wir uns gleich auch noch an. Was wollte ich zu ECNOS noch sagen? Das ist halt ein SBAS-System, ein Satellite-Based Augmentation System, also ein satellitenbasiertes Verbesserungssystem vom GPS-Signal. GPS wird nicht nur vom US-Militär verfälscht, das können auch atmosphärische Störungen sein, ne? Besonders in Richtung Sonnenaufgang, Sonnenuntergang passieren in den oberen Schichten der Atmosphäre ganz witzige Sachen mit elektromagnetischen Wellen, sodass auch durch diese Effekte Fehler entstehen können, die dadurch dann halt etwas ausgemerzt werden. Aber ihr wisst ja, die Sonne, die geht in Irland an einem anderen Zeitpunkt unter, wo sie in Warschau untergeht. Ne? Und da ist es schwierig, das wirklich so genau zu bekommen, dass man mit diesem System dann tatsächlich dieses Localizer Performance Vertical Guidance wirklich nutzen könnte. Um das zu können, hat man dann bei Flugplätzen, die das wollen, zum Beispiel in Bremen, ein sogenanntes GBAS-System aufgebaut, ein Ground-Based Augmentation-System. Da seht ihr, da sind hier am Flugplatz vier Antennen verteilt, die sehen so aus. Die wissen natürlich, wo sie stehen, die sind genau eingemessen worden und können dann halt, wenn sie das GPS fragen, ey, wo bin ich eigentlich? Können Sie dann die Ablage feststellen und dann hier lokal, nur für diesen Flughafen, über einen eigenen Sender ein Korrektursignal aussenden. Um dieses Signal empfangen zu können, braucht man natürlich noch zusätzliche Hardware im Flieger. Bei der 737 ist das der sogenannte Multimode Receiver, mit dem es dann möglich ist, sich dieses Korrektursignal über einen eigenen Empfänger dann in den Flieger einzuspielen. Hier ist nochmal, wie das funktioniert. Wir haben eine GBAS-Antenne, die weiß, wo sie ist. Das ist genau eingemessen worden. Sagen wir mal, das ist diese Position. Jetzt, da ist ein GPS-Empfänger, ein ganz normaler Empfänger drin, der misst, wo das GPS-System meint, dass diese Antenne wäre. Und dann sagt das GPS-System zum Beispiel, ey, du stehst da, weil da ein Fehler drin ist, sei es atmosphärisch oder künstlich herbeigeführt. Dann weiß das System den Unterschied zwischen dieser
Lat-Long-Position und seiner tatsächlichen Lat-Long-Position und kann daraus dann sagen, ey, alles, was du gerade mit deinem GPS hier in der Nähe von dem Flughafen misst, das ist alles irgendwie nach Nordosten verschoben über eine bestimmte Mileage. Und daraus kann der Flieger halt dann eine Korrektur errechnen, sodass man dann wirklich dann auf dem Punkt genau eine Position hat in der Nähe von diesem Flugplatz. Dafür muss man natürlich dieses Korrektursignal dann empfangen. Also entweder satellitenbasiert, dass irgendein Satellit ein Korrektursignal aussendet, natürlich sehr großflächig, nicht besonders genau, aber besser als nichts, oder ground-based, nur für den Flughafen, wofür man dann allerdings eine eigene Hardware braucht. Da gibt es noch ein Rundsignal mit dem Korrekturwert. So sieht der Multimode-Receiver aus. Wer von euch die Zibo 737 fliegt, ich bin mir ziemlich sicher, das habe ich bei dem Rolf-Dieter Rudolf schon mal gesehen, da kann man sich diesen Multimode-Receiver hier an Bord holen und dann kann man sich halt neben der normalen ILS-Frequenz oder irgendeine andere VOR-Frequenz, kann man sich hier noch zusätzlich eine GLS-Frequenz eindrehen, über die dann das Korrektursignal in den Flieger gespeist wird. So, das war's vorab. Wir gehen mal an Bord. Wir sind schon in der Luft, quer ab vom Flugplatz. Wir beginnen mit dem RMP-Approach auf die Runway 31. Ja, wir sind hier ungefähr auf Weg nach Bravo Romeo 502. Und ich habe schon gesagt, es gibt mehrere Wege nach Rom. Wir beginnen jetzt mal mit dem mittleren Weg, dass wir diesen Approach mit LNAV und VNAV komplett von oben bis unten runterfliegen. Das Ganze fliegen wir ohne Interventions, das heißt, die Höhenführung kommt komplett aus dem Computer und auch die Geschwindigkeitsführung kommt aus dem Computer. Dadurch, dass ich in LNAV und VNAV fliege und nicht auf Speed Intervention drücke, wird das Indicated Airspeed Fenster die ganze Zeit leer bleiben. Das heißt, das Flight Management System gibt uns auch die Geschwindigkeit vor. Und das ist jetzt so ein Punkt, wo es sehr wichtig ist, dass man auf der Approach Reference Page tatsächlich nicht nur die VREF hier sich aus eingibt. Ne? Ich habe jetzt hier geplant auf einem Klappen 30 Landung mit 146 Knoten VREF. Hier kommt jetzt dann ins Spiel, dass mir noch tatsächlich die Windkorrektur angibt. Wenn es windstill ist oder halt Windgeschwindigkeiten unter 10 Knoten, da haben wir den Standardaufschlag von 5 Knoten. Und das ist dann auch genau die Geschwindigkeit, die der Flieger dann in diesem Airbus-Menschen würden sagen, im Managed-Mode dann tatsächlich auch in Richtung Runway dann fliegen wird. Nur 146 plus 5, das heißt, der wird 151 Knoten fliegen. Hätte ich jetzt sehr viel Wind, dann würde ich hier einen anderen Wert eingeben, was weiß ich, 9 Knoten Windkorrektur, da würde der dann 155 Knoten würde der dann als Target Speed fliegen. Na, also, wenn man das mit LNAV und VNAV fliegt, mit Speed auch komplett, in Anführungszeichen, managed aus dem Flight Management Computer, ist es wichtig, dass man hier auch den tatsächlichen richtigen, die richtige Windkorrektur eingibt, weil wir haben dann keine Möglichkeit halt mehr hier über das Indicated Airspeed Fenster uns irgendeine Geschwindigkeit reinzuhacken. Es sei denn, wir drücken auf Speed Intervention, dann geht das natürlich. Wir spielen jetzt einmal durch von oben bis unten mit LNAV und VNAV. Das heißt, das Einzige, was wir machen müssen, ist Klappen fahren und das Fahrwerk fahren. Da ist es die Frage, wann wird der Flieger denn langsamer? Der Flieger wird langsamer. Hier, ihr habt ja diesen Deceleration Point. Das ist der Punkt, wo der Flieger anfängt, für den Final Approach langsamer zu werden. Und es ist nicht so, dass er jetzt von sich aus von 250, 240 Knoten immer weiter runter geht, bis er bei den 151 Knoten angekommen ist. Er ist da protected. Er lässt das nur zu, dass wir so langsam fliegen, wie die Klappen stehen. Das heißt, wenn wir dann langsamer werden wollen oder müssen, müssen wir einfach konfigurieren. Ne? Solange die Klappen nicht ausgefahren sind, geht er zum Verrecken nicht unter die Upspeed. Wenn wir dann die Klappen auf 1 ausfahren, werdet ihr sehen, dass von Geisterhand die Target Speed weiter Richtung Flaps 1 Speed runterdroppt und der Flieger langsamer wird. Wenn wir auf Flaps 5 gehen, geht die Geschwindigkeit dann auch unter den 1-Bug in Richtung Flaps 5-Bug. Das macht er jetzt dann vollautomatisch. Ich lasse den Flieger mal los. Wir sind knapp 5 Meilen vor dem Top of Descent. Das ist auch der Punkt, wo der Flieger anfängt zu schreien, Reset MCP Altitude, weil er gerne weiter runter möchte. Die Pause geht raus. Der Ton ist an. Ich hoffe, ihr hört was. Kann man den Flieger hören? Ja, Gut. hier. Wenn der Lotse jetzt sagt, zum Beispiel,
Jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt ist er ganz weg. So, könnt ihr mich wieder hören und sehen? Ja. Gott sei Ja. Dank. Genau. Also, da gehen wir mal runter auf die 2.500 Fuß. Sollten da jetzt irgendwelche anderen Beschränkungen drauf sein auf der Arrival-Route, auf dem Intermediate Approach, würde der die natürlich auch halten. Wenn der Lotse sagt, die sind 2.500 Feet, dann schrauben wir das ein. Wenn wir sofort runtergehen müssen, dann müssen wir kurz auf Altitude Intervention drücken, damit er wirklich sofort anfängt zu sinken. Und wenn er sagt, wenn ready, warten wir einfach. Schrauben die 2.500 Fuß ein und warten, bis der Flieger den Top of Descent erreicht und er sieht, wir gehen jetzt hier runter. Muss das Minimum noch einstellen, fällt mir gerade ein. Wir machen mit LNAV und VNAV Kategorie 420 Fuß. 20 Fuß plus 50 Fuß, weil es ein Non-Precision Approach ist, machen wir uns eine Quasi-Decision Altitude daraus, also 420 plus 50, 470 Fuß, weil die 420 Fuß dürfen wir um keinen einzigen Fuß unterschreiten, es sei denn, wir sehen die Bahn. So, wir sind ein bisschen flott unterwegs. Ich helfe dem Flieger mal, ziehe mir die Speedbrake auf, dass wir auch die Geschwindigkeit hier einigermaßen halten können. Rechts ins Base-Leg oder auf den Intercepting-Heading. Alles in LNAV, VNAV. Ihr seht, das Speedfenster ist geschlossen. Die Geschwindigkeitskontrolle liegt jetzt komplett beim Flugzeug. 1000 to go, Vertical Speed passt. Speedbrake mache ich wieder zu. Wir erreichen den Deceleration Point und dann werdet ihr sehen, dass die 240 Knoten hier, ich hole mich mal ein bisschen größer hier rüber, dass die 240 Knoten hier gleich weniger werden. Da ist der Deceleration Point und ihr seht, die Target Speed geht jetzt runter. Der Flieger wird langsamer. So, damit wir gleich weiter runtergehen am Top of Descent, müssen wir jetzt das Minimum setzen, 470 Fuß. Also setzen wir uns hier 500 Fuß ins Fenster rein als Cleared Altitude. Wir erreichen die Upspeed und damit der Flieger weiter verzögert. Na, ihr seht, wir sind jetzt hier limited, 210 Knoten wegen Flaps. Setze ich jetzt Flaps 1. Flaps 1 fahre ich aus. Und die Target Speed, seht ihr, geht in Richtung One Speed. Da ist der Final Turn. 313 Grad ist der Final Approach Kurs. Ist gesetzt. Wir erreichen die One Speed. Ja, jetzt backt er auf die One Speed runter. Das heißt, wir setzen Flaps 5. Flaps 5 und jetzt nicht Speed 5, weil die setzt er sich selber. Sobald die Klappen anfangen zu fahren, seht ihr, dass die Target Speed von 190 Knoten jetzt weiter runter geht in Richtung 5 Speed. So, da sind die 2500 Fuß. Bei Bravo Romeo 513 geht's los in 0,7 Meilen. 0,6 Meilen, wir sind ein bisschen schnell. Ich ziehe nochmal die Speedbrake auf. 2500 Fuß, Gear Down, Flaps 15, Speedbrake geht zu. Und die Speed 15 kommt aus dem Rechner, macht er selber. Sobald wir 300 Fuß von dem Mist Approach Altitude weg sind, dürfen wir die Mist Approach Altitude dann auch setzen. 2500 Fuß ist die Mist Approach Altitude. Wir geben mal noch ein paar Sekunden. So, und jetzt setzen wir die Mist Approach Altitude 2500 Fuß. Ist gesetzt. Speedbrake, on green light landing geht on to green. Und Landing Flap Setting, Flaps 30 haben wir gerechnet. Ne, 30, 146 Knoten. Ihr seht, ich muss jetzt hier keine Target Speed reinschrauben. Die rechnet er selber aus, indem er die bestimmte VREF, ne, 146 plus den Wind, die Windkorrektur, die wir eingegeben haben, die 5 Knoten jetzt hier einstellt. Also 151 Knoten, hier die Target Speed. It happens all automatically.
So, Landing Checklist habe ich completed. Wir sind established auf dem Final Approach Kurs. Ja, der Course Deviation Indicator, dieser VNAV, die VNAV-Anzeige hier zeigt uns, dass wir genau drauf sind auf dem Anflug. Sieht alles wunderbar aus. Einen großen Cross-Check mit Ground-Based Navigation können wir jetzt gar nicht machen, ne? Bei diesen RNAV-Approachen oder RNP-Approaches. Da verlässt man sich komplett darauf, dass der Flieger das schon richtig macht und uns Warnungen ausspricht, falls die Navigation Performance für den Anflug nicht ausreicht. 1000 Stable Continue. Bodenkontakt haben wir schon. Mal gucken, dass wir da gleich ein Approach Lighting System tatsächlich sehen. Da ist das Approach Lighting System. Wunderbar. Approaching Minimum ist checked. Minimums, continue. Ich werde jetzt gleich durchstarten, dass wir nicht touchen. Dann müssen wir nicht wieder alles neu absetzen. Ich lasse den noch mal ein bisschen weiterfliegen. Ne, ihr seht, ich gehe mal auf Pause. Wir kommen jetzt hier in 300 Fuß. Mit 0,7 Meilen zur Schwelle kommen wir sehr perfekt ausgerichtet, kommen wir hier an. Speed immer noch komplett alles automatisch aus dem Flugzeug. So, ich leite den Go-Around ein. Besonderheit beim Non-Precision Approach, da haben wir ja keine zwei Autopiloten in Command. Das geht wirklich nur beim ILS Approach. Das heißt, sobald ich auf Toga drücke, fliegt der Autopilot raus. Der Mist Approach muss hier grundsätzlich erstmal manuell geflogen werden. Pause geht raus. Ich drücke auf Toga. Toga, Set Thrust. Autopilot disengaged. Flaps 15. Flight Director fliegen. Positive Climb, Gear Up. Gehe mal kurz auf Pause. Ich habe jetzt nur einmal auf Toga gedrückt, bedeutet, wir kriegen einen reduzierten Go-Around Thrust. Ne, der sorgt nur dafür, dass wir einigermaßen gesittet vom Boden wegkommen. Wären wir jetzt noch tiefer gewesen oder der Flieger sehr schwer oder das Wetter sehr giftig, hätte ich zweimal auf Toga gedrückt. Das gibt uns dann den vollen Go-Around Thrust. Pause geht wieder raus. Wir sind über 400 Fuß, also Autopilot on. Und wir engagieren wieder LNAV, damit wir der Missed Approach Procedure dann auch tatsächlich folgen. In 1500 Fuß haben wir wieder die Acceleration Altitude. Da gehen wir auf VNAV dann. 1500 Fuß, VNAV. Und wir fangen an aufzuräumen. Der Flaps 5 Bug ist passiert. Das heißt, wir können direkt auf Flaps 1 retracten, die Flaps. Und ich gehe auf Vertical Speed, damit wir nicht so an den Level ran schießen. Vertical Speed, Band 1000 und setze mir 220 Knoten. Sehr, der Flaps 1 Bug ist passiert, also Flaps ab. Landing Gear ist up and off. Speed Break mache ich wieder. Wunderbar. So, ich zoome uns gleich mit dem Slow Mode zurück, dass wir keine ganze Platzrunde fliegen müssen. Das war jetzt der eine Weg, wie man so einen RNP-Approach fliegen kann. So kann man auch jeden anderen Non-Precision-Approach fliegen mit LNAV und VNAV. Aber ich habe ja gesagt, die 737 hält etwas ganz Tolles für uns bereit, und zwar dieses Integrated Approach Navigation, den Mode. Dann sieht das nämlich nicht so fremd aus wie eben, dann sieht das wirklich aus wie ein ILS. Soweit jemand eine Frage dazu? Ihr dürft zwischendurch ruhig was sagen, ne, oder fragen. Komme so alleine vor. Wie viel Fuß waren das nochmal?
wenn du im Anflug bist, wie viel Flugdifferenz von der Mr. Project Du darfst musst du mit der Drohne 300 fahren? Fuß unter der Mr. Approach Altitude sein. Ich warte mal, bis ich 500 Fuß da drunter bin und Ja. dann fahre ich den Altitude Bug auch relativ zügig dann nach oben, dass er nicht anfängt, irgendeine Höhe zu capturen. Ne? Das dürfte er normalerweise nicht machen, ist mir aber schon mal passiert, dass ich da zu langsam geschraubt habe. Ich weiß nicht, ob ich noch nicht 300 Fuß davon weg war. Auf jeden Fall hat er dann Level aufgefahren. Das war ziemlich blöd, deswegen mache ich das immer 500 Fuß drunter und fahre den Bug dann relativ schnell über die aktuelle Höhe, dass er wirklich weiter sinkt. So, ich setze uns mal zurück. Gerade setze ich, dass jemandem schlecht wird hier. Y, es geht zurück. Und ein bisschen Offset, dass wir auch einen Intercept haben. So, jetzt machen wir den gleichen Approach, den RMP Approach, und fliegen den mit dem Approach Mode, mit Integrated Approach Navigation. So, ich baue kurz den Approach neu ein hier. Ja, Autopilot, du bist rausgefallen, ich weiß. So, Autopilot wieder einschalten, damit er sich wieder einfängt. Und ich gebe dem Approach nochmal ein. Brindisi Arrival RMP Approach auf die 3.1. Execute. Und gebe ihm dann direkt Bravo Romeo 503 Execute, dann sind wir auch gleich schon richtig unterwegs. So, die 2.500 Fuß haben wir schon. Den Heading Bug schön oben halten. So, und jetzt gehen wir davon aus, dass wir Räder weg, dass du Final bekommen. Das heißt, wir fliegen das jetzt nicht komplett in LNAV ab, sondern machen nochmal kurz einen Step über Heading Selection. Wenn der Lotse sagt, turn left Heading 260, gehe ich auf Heading Select, bauen wir die External Center Line, ja, den Center Fix on top, den Inbound Kurs 313 als Intercepting Kurs setzen und Execute, dann habe ich die External Center Line. Das ist ein ziemlich kurzer Approach, das heißt, wir fangen jetzt schon an, langsamer zu werden. So, Flaps 1. Speed 1. Jetzt muss ich wieder selber schrauben, weil ich nicht mit L nach Wien auf unterwegs bin. Und wenn jetzt der Lotse sagt, turn right heading 270, cleared approach, dann stelle ich hier 270 Grad ein und drücke wie beim ILS den Approach Mode. Ich gehe mal auf Pause, dass ihr das sehen könnt. Und ihr seht hier, dass ich beim ILS kommt ja Warlock und Glide Slope als Armed Modes hoch. Hier kommt jetzt Final Approach Kurs und Glide Path. Das Ganze würde natürlich nicht passieren, wenn ich jetzt hier ILS-Frequenzen abgesetzt hätte. Dann denkt der Flieger, oh, der will jetzt ein ILS fliegen und würde mir natürlich Warlock und Glide Slope armen, wenn er da einen Glide Slope sieht. Jetzt haben wir das nicht. Wir haben das VOA gesetzt am Platz. Das heißt, wir haben jetzt hier Final Approach Kurs und Glide Path. Ihr seht, die Anzeige im Glide Path, nicht Slope, Glide Path, sieht genauso aus wie beim Glide Slope. Es sieht genauso aus wie beim ILS. Wenn wir gleich, dadurch, dass wir in Heading Select unterwegs sind, sieht das noch hier aus, wie in LNAV unterwegs zu sein. Ne? Da sieht man halt, dass die Centerline links von uns ist. Ihr seht im Hintergrund schon diesen weißen Diamanten. Das ist der quasi der Localizer, den er gleich fliegen wird, den er sich selber bastelt. Und ihr seht hier noch die Constraints, dass wir halt hier momentan eine Navigation Performance, eine Required Navigation Performance von einer Meile haben. Sobald wir halt mehr als eine Meile weg sind, dann sind wir halt außerhalb dieser weißen Spange hier. Und das sind wir auch gerade. Ne? Wir sind 1,8 Meilen rechts von der Centerline. Das ist mehr als eine Meile weg von dem, wo der Flieger eigentlich gerne sein wollte. Deswegen zeigt er hier off-scale in diese weiße Spange rein. Ich mache die Pause mal raus. Könnt ihr sehen, dass das gleich anfängt, in die Mitte zu laufen. Und sobald dann der Final Approach Kurs captured, ich setze mal kurz Flaps 5, Speed 5, Flaps 5, Speed 5, dass wir auch mit den Flaps 5, Speed 5 in den Glide reingehen oder in den Glide Path reingehen. Sobald der gleich captured, seht ihr, wird sich das Bild ändern. Ihr seht, der Diamant läuft in die Mitte. Wir erreichen die Centerline nur noch 0,8 Meilen rechts davon. Sobald der Final Approach Kurs captured, ändert sich die Anzeige hier. Dann sieht es auch aus wie beim ILS.
Da, zack, Final Approach Course Captured. Bedeutet, wir setzen Runway Heading. Machen den zweiten Autopilot jetzt nicht an, weil es ist kein ILS. Das würde nicht funktionieren. Und so haben wir jetzt eine Anzeige, die aussieht wie beim ILS. Der Flieger fliegt sich wie beim ILS. Sehr, sehr kommod und sehr praktisch. Der Radarhöhenmesser hat schon angefangen zu laufen. Ich warte aber mit dem Fahrwerk noch, dass wir nicht hier mit der Gear Down im Level fliegen. Na, sobald der Glide Slope gecaptured, da ist dann, werde ich das Fahrwerk schmeißen. Sonst muss der Flieger elend viel Gas geben. Das kostet Sprit. Das machen wir nicht. Hier müssen wir jetzt nicht warten, bis wir, doch hier müssen wir wohl warten, hier müssen wir auch warten, bis wir die 300 Fuß unter dem Mist Approach Altitude sind. Ich weiß nicht, ob das Wetter sich jetzt gerade ändert, aber weiß ich gerade nicht, warum der steigt. Mal gucken, was passiert. Bei Bravo Römer 513 geht's los. Da, der Glide Slope ist, also der Glide Path ist alive. Sieht nur aus wie beim ILS, ist aber komplett vom Flieger selbst gemacht. Da steht keine Gleitfahrtantenne neben der Bahn. Also steht schon, weil da gibt's ein ILS, aber die benutzen wir jetzt nicht. Sobald der Glide Path gecaptured hat, fahren wir das Fahrwerk aus. Hier musst du der Höhe jetzt nicht nachziehen. Nee, das macht er wie beim ILS. Glide Path okay. Capture, also Gear Down, Speed Brake Arm, Flaps 15, Speed 15. Ich habe keine Approach Speed selektiert, deswegen kriege ich keine Bugs. So, da sind sie. Autobremse setze ich auch nochmal, obwohl wir gleich wieder durchstarten. So, jetzt sind wir established. Ihr seht, es sieht aus wie beim ILS. Ich musste nicht hier das Minimum buggen, dass er auch weiter runter geht. Der captured den Glidepfad, wie er auch den Glideslope beim ILS captured. Ne, wenn der gearmt ist, dann ist völlig egal, was im Altitude-Fenster steht. Ich kann dann sofort hier, er geht dann sofort runter. So, die 2500 Mist Approach Altitude sind schon gesetzt. Fuß, Landing Flap Setting, Flaps 30. Die Geschwindigkeit muss ich mir wieder selber ausrechnen. Ne? 146 plus 1551 Knoten. Also wunderbar. Landing ist down to Regen, Flaps 30, Green Light, Speed Break Arm, Green Light. Die Start Switches, die sind auf Continuous jetzt. Und wir sind cleared to land. Licht an, ist so dunkel da draußen. Ground Contact haben wir schon, man kann das kann die Landschaft sehen hier. 1000 Stable Continue. Da ist das Approach Lighting System. Minimum. Da musst du aber letztlich manuell und dann landen. Ne? Minimum, ja. Continue. So, und ihr seht, ich gehe mal auf Pause. Wir sind jetzt hier bei 0,7 Meilen wieder in gut 300 Fuß über Grund und sieht aus wie gerade eben. Ja, Detlef, ich müsste jetzt manuell landen. Autoland funktioniert wirklich nur mit dem ILS. Auch wenn das jetzt hier aussieht wie ein ILS, du siehst das Unterschied. Hier sieht, steht es Single Channel drin, aber grün. Wäre das jetzt ein ILS, würde das Single Channel in Bernsteinfarben angezeigt werden, um mir zu sagen, pass auf hier, du bist jetzt mit einem Channel unterwegs. Das ist jetzt hier grün, weil es gibt beim Integrated Approach Navigation, also beim Non-Precision Approach, den ich mit dem Approach-Mode fliege, gibt es nur Single Channel. Ne, wenn ich jetzt den zweiten Autopiloten engage, passiert gar nichts. Ne? Das ist jetzt hier keine Option. Autoland geht nur mit
wenn man im ILS unterwegs ist, mit zwei Autopiloten engaged. Das ist jetzt nur beim RNP-Approach. Nee, das ist bei allen Non-Precision Approaches, also alles außer ILS, kannst du ganz easy mit diesem Approach Mode fliegen, mit Auch wenn ich Integrated jetzt Approach Navigation. auch ein NDB oder was habe, ist Ja, egal, ja. genau. Machen wir gleich. Wir fliegen gleich einen VOR-Approach, da gucken wir uns das auch mal an. Ja. Ne, macht Ja, die wir haben Sache wesentlich leichter. Das war eine sehr große Erleichterung, weil ihr habt gesehen, selbst wenn man das mit Elna von Wiener fliegt, das fühlt sich alles irgendwie anders an. Die Darstellung ist anders. Und so hat man das halt gemacht, dass jeder Anflug, den man fliegt, egal ob Precision oder Non-Precision, so aussieht wie ein ILS, was wir gewohnt sind. Und auch vom Verhalten her vom Flieger, so ist sie beim ILS. Ne, ich muss hier kein Minimum setzen und dann die Mist Approach Altitude wieder hochschrauben. Das kann man jetzt hier fliegen wie beim ILS. Ich habe mir nur als Hilfe im EFIS-Panel kann man sich ja den Glideslope oder anzeigen auf dem Navigation Display. Das habe ich dann meistens als Hilfe genommen beim View-Approach oder so und habe es dann Ja, das kann man über machen, ja. Ne, Einblick du meinst hier diese, draufdrücken. geh mal auf Pause raus hier. Du meinst dieses Ja. Display hier, ne? Genau, Ja, ja, das kann ja. man machen, ja. Habe ich nie genutzt. Okay, ich mach mal ein Go-Around. Set Power, Flaps 15. Flight Director fliegen. Positive Climb. Gear ab. Ah, Flight Director fliegen, habe ich mal kurz weggeguckt hier. So. Über 400 Fuß. Autopilot on. Und wir gehen auf LNAV und steigen geradeaus raus. Und der einzige Trick, damit das zwischen einem normalen RNP und diesem Support oder wie, oder das nennt man da Boeing, ist, dass man dann Approach drückt und ansonsten L nach Wiener. Das ist der einzige Unterschied, wie das Flugzeug weiß, was er fliegen soll. Ja, genau. Das ist eigentlich nur gemacht worden, um eine Standardisierung hinzubekommen, dass halt jeder Anflug gleich aussieht, ne? Also dadurch, dass wir keinen Also, Co-Piloten haben, der uns da großartig hilft, schlage ich vor, wann immer das geht, Non-Precision Approaches tatsächlich mit diesem Approach-Mode dann zu fliegen, ne? Weil das wesentlich einfacher ist und weniger Stress. So, Flaps One Speed is passed, Flaps up, Landing Gear is up and off. Speed Brake geht wieder zu oder disarmed. 220 Knoten, 2500 Fuß. So, ich setze uns mal zurück und dann gucken wir uns mal den. Ne, bevor ich uns zurücksetze. Ne, ich setze uns erst zurück. Den VOR Approach an. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen was umbauen für den VOR Approach. Der ist zwar relativ schnell gefüttert ins Flight Management System, aber der ist Offset und hat ein anderes Minimum. So, der VOR Approach auf die 3.1. Da müssen wir uns jetzt dann wirklich bodengebundene Navigation dazu holen, weil den fliegen wir jetzt zwar auch mit diesem Integrated Approach Navigation, aber dadurch, dass das ein sogenannter Overlay-Approach ist, man darf das Fliegen unterstützt mit dem IAN-Mode oder mit LNAV und VNAV. Man muss aber trotzdem immer noch gucken, dass der tatsächliche Radial, der uns da angezeigt wird, der korrekte ist. Und wir müssen auch die Distanz checken und wie hoch wir gerade sind. Ne? Es ist zwar einfach zu fliegen, weil er das von sich aus alles selber ausrechnet. Trotzdem müssen wir einen sogenannten Raw Data Cross-Check machen. Und dafür muss man sich natürlich dann auch tatsächlich die Navigationshilfen hier setzen. 113,55, ich glaube, das habe ich schon gesetzt. Das ist auf beiden Seiten 113,55 und das Minimum für den VOR Approach ist 530 Fuß plus 50 Fuß sind 580 Fuß, die wir jetzt als Minimum haben. 580 Fuß.
als Barominimum gesetzt. Und der Final Approach Kurs ist jetzt 318 Grad. 318 Grad, das muss ich jetzt hier reinschrauben, weil wir ja diesen Raw Data Cross-Check machen. Das heißt, ich blende mir hier auch dann die Nadel ein von dem VOR. VOR 1, dass ich eine Nadel bekomme, dass ich den Cross-Check tatsächlich machen kann. So, und das war's eigentlich. Wir müssen noch die FMS programmieren auf den Anflug. Das ist jetzt der VOR-Approach, VOR-DIMI auf die 3.1. Wir sind auf Radar-Vectors. 3.1.8 ist der Inbound-Kurs. Extended Centerline, da ist sie. Und ihr seht schon hier, die ist Offset. Ne? Hier ist die Extended Centerline von der Runway. Und das ist der Final-Approach-Kurs. So, ich mache den Flieger mal langsamer. Wir fangen mal frühzeitig an zu konfigurieren, dass wir mehr Zeit haben. Bin ein bisschen gespannt, was passiert. Ich habe das jetzt im Brindisi noch nicht ausprobiert, weil dieser Integrated Approach Navigation, der macht bei Offset Approaches, macht der manchmal seltsame Dinge. Dann fliegt er hier auf der Runway Centerline lang, aber nicht auf der Centerline von der auf dem Final Approach Kurs. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Kann sein, dass wir das kurz abbrechen müssen und es dann tatsächlich mit ELNAV und WINAV fliegen, weil da passiert das dann nicht. In ELNAV fliegt er grundsätzlich auf der magentafarbenen Linie lang. Bei Integrated Approach Navigation kann das sein, dass er gleich ein Intercept fährt hier auf diese weiß gestrichelte Linie. Das schauen wir uns gleich mal an. So, Flaps 1, Speed 1. Turn right heading 265, cleared approach. Also, wir sind cleared approach, dann drücke ich auf Approach. Es kommt wieder hoch, Final Approach Kurs und Glide Pass. Und der Final Approach Kurs hat jetzt komischerweise schon gecaptured. Das heißt, er scheint jetzt gleich einen Intercept zu fahren auf die weiß gestrichelte Linie, was nicht gut wäre. Na, guck mal, wir sind jetzt schon links, der macht hier ganz komische Dinge. Meine Theorie wird bestätigt, Integrated Approach Navigation ist bei PMDG nicht so weit umgesetzt, dass wir die tatsächlich fliegen können. Dann gehe ich mal auf Heading Select wieder, mache einen kurzen 360. Das heißt, hier ist jetzt ein Punkt, wo wir das dann nicht mit dem Approach-Mode fliegen können. Das war bei der Mittwochsgruppe, habe ich das nur erwähnt, dass es passieren kann. Da waren wir aber in Bremen, da hatten wir den Offset nicht, da ist es nicht aufgefallen. Mir war das in München nur mal aufgefallen, beim NDB-Approach, der leicht Offset ist. Das scheint ja nicht zu funktionieren. Ich räume nochmal auf, Flaps ab. Wir machen einen 360 und fahren das jetzt mit anderen Modes. Da habe ich gerade gesagt, wenn ich wirklich möchte, dass der die Magenta-Linie folgt, dann muss ich tatsächlich dann mit ELNAV und WINAV fliegen. Das wäre übrigens auch so, wenn ihr diese ganz neuartigen Approaches fliegt, diese RMP AR Approaches, Authorization Required, wo es mit ganz vielen Kurven Richtung Final geht, wo es halt kein Anflug ist, der auf der External Centerline stattfindet. Auch da muss man dann mit ELNAV und WINAV fliegen, sonst würde er der magentafarbenen Linie nicht folgen. So, ein bisschen 30 Grad Bank, dass wir um die Ecke kommen. Ich konnte das komisch, aber ich habe das mal nachgeguckt. Ich habe es im F-Com, habe ich keinen Hinweis darauf gefunden, dass es da eine Limitation gibt bei diesem Integrated Approach Navigation, dass das, ein Final Approach sein muss, der nicht Offset sein darf. Keine Ahnung. Deswegen gehe ich davon aus, dass das ein Bug ist bei der Umsetzung von PMDG. Können die Zibo-Menschen unter euch vielleicht ja mal nachfliegen, ob eure Zibo bei dem Anflug in Brindisi hier ganz komische Sachen macht oder tatsächlich dann auch diesen Offset fliegt, wenn man das Ganze im Approach-Mode fliegt. Macht nichts, kriegen wir auch so hin. Ne, im Real Life ist es auch so, wenn irgendwas nicht passiert, nehmen wir halt einen anderen Plan. Das heißt, wir fliegen das in ELNAV und WINAV. Ist ganz gut, dann zeige ich euch jetzt mal, wie das geht mit ELNAV und WINAV mit Speed Intervention, dass wir zumindest die Speed auch unter Kontrolle haben, dass wir hier nicht mit aus der FMS vorgegebenen Geschwindigkeiten dann in den Anflug reingehen. Weil ihr habt gesehen, wir mussten gerade zweimal die Speed Brake ziehen, um die Fahrt aus dem Flieger zu bekommen.
Da kann man dann mit Speed Intervention schon etwas konventioneller dann arbeiten. So, Heading 265, ich gehe jetzt auf LNAV, sobald wir steady on sind, auf Heading 265. Wir sind cleared für den Approach, also ich gehe auf LNAV. LNAV Capture, ich setze die 318 Grad, Final Approach Kurs. Und ich gehe schon mal auf VNAV und mit Speed Intervention auf Upspeed. Ne? Hätte ich keine Speed Intervention, würde die Geschwindigkeit jetzt wieder komplett selbst aus dem Flieger kommen. Das möchte ich nicht. Ich möchte das selber machen. Also Flaps 1, Speed 1. Weil ich Speed Intervention gedrückt habe, ist das Indicated Airspeed Fenster aufgegangen hier und ich kann die Geschwindigkeit selber einstellen. Sobald Flaps 1 Green Light ist, kommt Flaps 5. Jetzt muss ich natürlich wieder eine Höhe setzen, die unten drunter ist. Jetzt setze ich 600 Fuß, sonst würde er nicht anfangen zu sinken. So, Flaps 5, Speed 5. Und es geht abwärts. Er captured jetzt noch die 2350 Fuß, das ist ein Constraint bei FD31. Und an dem Punkt geht es dann runter. Auch hier warten wir dann wieder, bis wir gut 300 Fuß von der Mr. Approach Altitude weg sind, um dann die Mr. Approach Altitude hier tatsächlich zu setzen. So, gucken, was passiert. Er geht runter, wunderbar. Also Gear Down, Flaps 15, Speed Break Arm, Speed 15. Approach VRF muss ich natürlich selektieren, sonst weiß er nicht, wie langsam er werden soll. So, Flaps 15, Speed 15. Und wir sind established auf dem 318 Radial. Wobei ich mich jetzt frage, warum er das nicht anzeigt. Er müsste mir jetzt hier die VOR-Nadel eigentlich anzeigen. Mal gucken, was er hier auf VOR macht, ob der da was anzeigt. Nee, auch nichts. Das ist schade, dann können wir den VOR-Approach gleich hier in Brindisi gar nicht fliegen. Da scheint es irgendein Flaps 30, Speed VREF 145 bis 150 Knoten. Mal kurz gucken, ob ich mich da nicht vertan habe. 113,55. Da hat der Simulator andere Frequenzen als das wahre Leben. Das kommt öfter mal vor. Ja, ist schade. Ist nicht schlimm, setzen wir uns gleich nach Bremen, dann machen wir den VOR, den wirklich konventionell geflogenen, dann in Bremen. Kein großes Ding. So, Gear is down to green, Flaps 15, Flaps 30 green light, Speed break is arm green light, die Start switches sind off continuous, wir sind clear to land, Landing check is completed, ein Offset Approach, das heißt jetzt heißt es wirklich nach draußen gucken, weil sobald wir die Bahn sehen, müssen wir uns auf die Centerline rüber lügen, manövrieren, dass wir dann möglichst stabil dann im Short Final auf die Bahn ausgerichtet ankommen. 1000 Stable Continue. Die Mr. Approach Altitude können wir uns noch setzen, die 2500 Fuß. Ich fliege schon mal manuell. Auto Throttle Disconnect, Autopilot Disconnect. Da ist die Centerline, ich korrigiere nach links rüber. Minimum Inside Continue. So, gucken, dass wir so früh wie möglich hier wirklich established sind auf dem Final, dass wir in Bodennähe nicht anfangen müssen, hier groß Kurven zu fliegen. Das sieht aber ganz gut aus, wir sind gut ausgerichtet auf die Bahn. Papi wird auch komisch dargestellt, nur eine weiße, eine rote. Gas raus. Flaren. Leichter Wind von links. Oh, Hilfe, ich sehe nichts mehr. Mist. So, Reverse. Centerline.
Synods, Reverse Cancelled, Auto Brake Disarm. Ich halte einfach mal auf der Bahn an. So, Lessons Learned. Integrated Approach Navigation, das heißt den Approach Mode drücken. Bei einem Offset Approach geht zumindest bei der PMDG 737 nicht gut, habt ihr gesehen. Dann macht der Flieger komische Sachen. Dann haben wir uns dazu entschieden, das halt mit LNAV und VNAV zu fliegen. Mit VNAV mit Speed Intervention, dass wir selbst die Geschwindigkeit hier einstellen können und dann konfigurieren, wann wir das wollen. Ich zeige euch jetzt noch als letzte Alternative für diesen Non-Precision Approach, die so wirklich sehr eine Old-Fashioned Variante ist. Und zwar, wenn wir einen VOR-Approach fliegen mit Warlock und Vertical Speed. Wir gehen runter auf 3000 Fuß. Ich gehe mal hier auf Level Change. Mit 220 Knoten. Wir sind im Downwind. Und jetzt setzen wir eben kurz hier den VOR-Demi-Approach ab in Bremen. So, mal gucken. Terminal Charts. Das ist Bremen, das sieht richtig aus. VOA auf die 09. Jetzt seht ihr hier, ne, Joachim, hier ist eine Bremen-Frequenz. Das VOA ist hier mit so einem Rahmen versehen. Manchmal ist es auch farblich abgesetzt. Das ist bodengebundene Navigation, die wir uns tatsächlich absetzen müssen. Beim RMP-Approach siehst du zwar auch bodengebunden, hier zum Beispiel nicht. Ne, manchmal kann auch sein, dass hier Mittel dargestellt sind, aber du siehst nichts, was du dir backen oder einstellen könntest. Ne? Den Final Approach Kurs beim RMP Approach muss man sich eigentlich nicht setzen, ne? Kann man trotzdem machen. Das ist klar, aber es gibt jetzt hier kein VOA oder ein DMI, was man sich beim RMP Approach setzen könnte, ja. es sei denn, du hast eine 737 mit diesem Multimode Receiver, dann könntest du dir noch diesen Kanal 44275 backen oder einstellen und da würdest du dann das ECNOS Korrektursignal erhalten, um hier den Anflug machen zu können und noch genauer fliegen zu können. Ne? Aber beim VOA-Approach müssen wir uns bodengebunden natürlich jetzt helfen. Wir müssen immer einen Kurs setzen, 086, 086 auf beiden Seiten, damit der Co-Pilot auch was sieht. Ne? Also eigentlich würde es reichen, beim Pilot Flying das zu setzen, aber damit jeder Anflug sich gleich anfühlt und man nicht irgendwann mal vergisst, beim ILS auch die zweite Seite zu setzen, mache ich das auch hier auf beiden Seiten. 086. Die Frequenz 117,45. Die funktionierte letztes Mal in Bremen wirklich. Also 117,45. Das ist die VOA-Frequenz. Auf der basiert der Anflug. 117,45. So. Ist gesetzt. Die Nadel blende ich mir auch ein hier. Da ist die Nadel. Die zeigt schon nach hinten. Das heißt, wir sind am Platz vorbei. 16,6 DME weit draußen. Das ist okay. Was müssen wir uns noch einstellen beim Approach? Das ist beim ILS wie bei diesen VOA oder NDB-Approaches auch. Wir müssen uns eine Frequenz setzen, den Inbound-Kurs und natürlich das Minimum. 490 Fuß. 490 Fuß. Was backen wir uns dann für eine Höhe? Ja, 90 bis 50. Genau. 540. Genau, weil die 490 Fuß, die dürfen wir um keinen einzigen Fuß unterschreiten. Damit wir noch eine Entscheidung treffen können, wenn wir da sind und nicht sofort illegal unterwegs sind, stellen wir da 490 plus 50 rein. 490, jetzt bin ich wieder rausgefallen. Oder? Könnt ihr mich noch sehen? Hören? Ja. Ja. Auch mein Bildschirm? Ja. Seltsam. So, das sind 540 Fuß, damit das auch mal fertig wird hier. 540 Fuß ist das Minimum. So, ist gesetzt. So, wir drehen mal um, dass wir nicht ganz so weit wegfliegen von Bremen. Das heißt, für den Flieger haben wir alles eingestellt. Wir müssen jetzt nur noch der FMS sagen, wo wir hinfliegen nach Bremen. ILS VOA-DMI auf die 09. Und auch hier setzen wir uns gleich den Inbound-Kurs 08. 6, Intercepting Course, Execute, Anti-Ice is on above 10 degrees, ist okay, das wird ja, am Boden ist es 5 Grad nur, das haben wir gesetzt, wunderbar. So, nur um das glatt zu ziehen, jetzt haben wir ja einen VOA-DMI-Approach, hier führen jetzt auch wieder drei Wege nach Rom, entweder, dadurch, dass es kein Offset ist, könnten wir mit dem Approach-Mode fliegen, haben wir zwar schon gesehen, machen wir nicht, Gesundheit, wir könnten den mit LNAV und Wiener fliegen,
Mit ohne Speed Intervention, da kommt die Geschwindigkeitskontrolle aus dem Flugzeug, oder mit LNAV, VNAV und Speed Intervention, dann steuern wir die Geschwindigkeit selber. Jetzt machen wir das Ganze aber ganz konventionell. Und da benutzen wir dann die Modes Warlock und Vertical Speed. Ich halte mal kurz an. Jetzt mit Warlock und Vertical Speed steuern wir uns den Gleitslope oder den Gleitpfad natürlich selber. Ne? Wir bekommen zwar hier noch eine VNAV-Anzeige, dass man das einigermaßen mittracken kann, aber wir müssen mit Vertical Speed arbeiten. Und da ist die Frage, was haben wir für eine Vertical Speed bei 3 Grad Sinkflug? Das ist die Hälfte der Ground Speed. Das heißt, wenn wir jetzt einen 3 Grad Sinkflug fliegen müssten bei einer Ground Speed von 220 Knoten, müssten wir 1100 Fuß die Minute Sinkrate machen. Wenn wir 160 Knoten fliegen an Ground Speed, dann haben wir eine Sinkrate von 800 Fuß. Zwischendrin müssen wir das natürlich abgleichen, deswegen nehme ich das EFB mal hier extern, weil dann wird diese Tabelle interessant. Na, wir müssen bei einigen DMI-Entfernungen müssen wir dann gucken, was wir für eine Höhe haben und dann entscheiden, ob wir zu tief sind oder zu hoch und dann gegebenenfalls korrigieren. Ich habe ja gerade gesagt, dass die auf dem 3 Grad Gleit die Vertical Speed von der Ground Speed abhängig ist. Das heißt, wenn wir diesen Approach jetzt decelerated fliegen und im Approach noch groß unsere Geschwindigkeit ändern, wird das ziemlich schwierig, weil dann sind wir ständig dabei, die Vertical Speed zu ändern, weil je langsamer wir werden, desto weniger Vertical Speed brauchen wir auch. Das ist furchtbar nervig. Der Flieger hat anders als der Airbus leider kein, wie heißt das nochmal, ja, Track- und Flight Path Angle. Das heißt, ich kann mir hier nur eine Vertical Speed einstellen, aber kein Flight Path Angle. Beim Airbus ist es einfacher. Da fliegst du bis Djibouti, stellst dir das Minimum ein und bei Djibouti gehst du auf minus 3 Grad und der fliegt minus 3 Grad und ändert natürlich die Vertical Speed dann in Verhältnis zur Ground Speed und wo der Pfad gerade lang geht. Hier müssen wir das alles leider komplett selber machen. Deswegen ist es wichtig, wenn man den so konventionell fliegt, dass man halt einen Stable Approach fliegt. Das bedeutet, dass wir bei Djibouti in 3000 Fuß mit allem fertig sind. Ne? Gear down, Flaps 40 und Landing Checklist completed. Dass wir ab Djibouti mit einer mehr oder weniger konstanten Ground Speed unterwegs sind. Muss man natürlich noch gucken, wie sich der Wind entwickelt. Na, wenn der Wind sich ändert, ändert sich natürlich auch die Ground Speed und dann ändert sich auch die Vertical Speed, die wir fliegen müssen. Alles hochkompliziert, vor allem wenn man hier allein unterwegs ist. So, ich gehe mal wieder aus der Pause raus. Wir sind Cleared Approach, das heißt, ich arme Warlock. Warlock ist armed. Noch 1,4 mal rechts von der Centerline. Ihr seht hier der grüne Pfeil, der zeigt jetzt auch gleich auf 0. Es ist aber ein 084. Könnte sich jetzt auch hier das VOR einblenden. Na, dann sieht man wirklich den Cost Deviation Indicator und dann sehen wir gleich, wie der den captured. Warlock Capture bedeutet dann für uns wieder, den Final Approach Kurs zu setzen. Warlock Capture, also 086 ist gesetzt. Der zweite Autopilot geht nicht in Command, weil es ist kein ILS, den kann ich nur mit einem Autopilot fliegen. Hier gibt es kein Autoland. Ihr seht, die Pfeilspitze zeigt genau auf 086. Das sieht wunderbar aus. Wieder auf die Map-Anzeige, weil auch hier sehe ich den grünen Pfeil. Das ist wie gesagt die Notwendigkeit bei diesen Approaches, wenn es kein RMP-Approach ist, wenn das wirklich bodengebundene Navigation auch beinhaltet, dass ich die bodengebundene Navigation ab und zu mal angucke und damit ich legal unterwegs bin. So, wir fangen jetzt frühzeitig an. Upspeed ist selected, also Flaps 1, Speed 1. Wir wollen voll konfiguriert mit einer komplizierten Landing-Checkliste in den Final Approach einsteigen. Na, der Sinkflug geht los bei 9,7 DMI. 9,7 geht der Sinkflug los aus Bravo, aus 3000 Fuß. Flaps 1 Greenlight, Flaps 5, Speed 5. Gear down, Speed Brake wird gearmt
kurz warten, dass die Geschwindigkeit noch weiter zurückkommt, dass man die Flaps nicht so belastet mit der Airload, die da drauf ist, wenn man so schnell ist. Oh, 90 ist okay, also Flaps 15, Speed 15. Die VREF nochmal auffrischen, wir machen jetzt hier eine Flaps 40 Landung. 140 Knoten bis 1545 Knoten, also Flaps 40 und Speed wie Target 145. Landing Checklist, Gears Down to Green, Speed Break Arm Green Light, Start Switches, die sind Continuous und Flaps 40 Green Light. So, jetzt sind wir mit allem fertig und müssen eigentlich nur noch gleich den Sinkflug richtig einleiten und dann anhand der Tabellenwerte hier nachprüfen, ob das wirklich gerade gut ist, was da passiert. So, ich gehe mal kurz auf Pause, weil wenn wir jetzt bei Ubuti bei 9,7 DMI erst anfangen mit dem Sinkflug, dann fangen wir schon über dem Profil an, ne? Wenn wir hier jetzt hier erst anfangen, an der Stelle anfangen, tiefer zu gehen, durch die Trägheit der Masse dauert das einen Moment, bis der Flieger die Vertical Speed angenommen hat, die wir da eingestellt haben. Das heißt, wir würden dann parallel zu diesem Pfad hier fliegen. Das bedeutet, das ist eine ganz gute Idee, 0,2 Meilen, bevor man den Descent Point erreicht, schon den Sinkflug einzuleiten. Also bei 9,9 DMI, also wenn hier 9,9 steht, dann fange ich schon an, die Vertical Speed einzuschrauben. Was haben wir momentan für eine Vertical Speed? Was müssen wir einschrauben für den 3 Grad Sinkflug? Ground Speed 750. Halbe. Genau. 750. Genau, mit 750 würde ich anfangen. Ne? Ground Speed durch 2, das ist die Vertical Speed, die wir fliegen sollten, um 3 Grad Glideslope tatsächlich zu folgen. So, Pause geht raus. Also bei 9,9 Meilen soll es losgehen. Wir sind im Altitude Hold. Das heißt, wir können jetzt schon uns hier runterschrauben auf die Minimumhöhe. Setzen wir mal 600 Fuß. 600 Fuß. Und bei 9,9 bei der Anzeige hier, da gehe ich dann auf Ground Speed halbe. Wir fangen mal an mit 750 Fuß. Und dann machen wir mal bei 8 DME den Check, ob wir da in 2780 Fuß sind. Das natürlich mit Co-Pilot wesentlich leichter fliegbar als Single Hand ganz alleine. So, 10,8 DMI, 10,7. Dadurch, dass ich hier die Höhe eingeschraubt habe, die 600 Fuß, ist der Vertical Speed Mode schon gearmt. Das heißt, ich brauche gleich nicht mehr Vertical Speed drücken. Ich muss einfach nur das Pitch Thumb Wheel hier nach unten drehen. 10,2, 10,1. Bei 9,9 stelle ich 750 Fuß ein. Jetzt. Minus 750 Fuß. Der Flieger fängt langsam an zu sinken. Und bei Ibuti, bei 9,7, waren wir schon schön am Sinkflug dran. Jetzt gucken wir bei 8 DMI, wie hoch wir sind. Bei 8 DMI, 2780 sollten wir sein. Haben wir jetzt schon. Das heißt, wir sind ein bisschen tief unterwegs. Ich gehe mal auf Vertical Speed. Minus 650 und dann gucken wir, wie es weitergeht, wie es weiter passiert, noch weiter passiert. Ach, DMI, 200 Fuß so hoch. Habe ich den richtigen Druck hier gesetzt? Ja, komischerweise. Bei 7 DMI 2460, die haben wir jetzt schon, das heißt, wir sind sehr viel zu tief. Ich weiß nicht warum. Ich gehe mal hier auf minus 200 Fuß. Ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, die minus 200 Fuß zu ändern, weil so kommen wir nicht runter. Das ist nur, um den Pfad einzufangen. Bei 7 DMI wären das 2460. Jetzt. Der nächste Check ist bei 6 DMI 2140. Bei 6 DMI 2140. Ground Speed halbe, 700 Fuß die Minute. 140 Knoten durch 2 sind 700 Fuß die Minute. Bei 6 DMI 2140, das heißt, das sieht gut aus. Wir können jetzt hier wieder auf die 700 Fuß die Minute gehen.
und gucken, was weiter passiert. Bei 5 DMI, 1820. Fünf DMI, 1900, gut 150 Fuß so hoch. Ich gehe auf minus 750 Fuß die Minute. Und wir gucken, was bei 4 DMI ist. Bei 4 DMI brauchen wir 1500 Fuß. DMI 1600, es wird nicht besser. Das heißt, die Korrektur hat nicht ausgereicht. Ich gehe auf 850 Fuß die Minute Sinkrate. Der nächste Check bei 3 DMI 1190. Bei 3 1190. Wenn wir jetzt noch nebenher konfigurieren müssen, Landing Checkliste lesen müssen, das würde schief gehen. Ne? Deswegen, da muss man konfiguriert reingehen. Bei 3 DMI 1190. Das wird nicht besser. Auf 950 Fuß die Minute Sinkrate. Bei 2 DMI 870. Das merke ich mir. Ich mache das Ding zu. 2 870. Stable Continue. 2 DMI 870. Das sieht ganz gut aus. Immer nur noch slightly high. Approach Lighting System Inside. Also Auto Throttle Disconnect. Autopilot disengaged. Rüberfliegen auf die Centerline. Wir sind ein ganz kleines bisschen Offset rausgekommen. Approaching Minimum. Checked. Minimum Continue. Ihr seht auf dem NAV-Display auch den, Vertical Path Deviation Indicator, der ist genau in der Mitte. Das heißt, ich habe jetzt hier, auch wenn ich jetzt keine DMI-Checks mehr mache und durch den Flight Director durchfliege, weil die Vertical Speed, die da eingestellt ist, gerade nicht passt, kann ich immer noch gucken, ob ich zu hoch oder zu tief bin. 3 weiß, 1 rot, das ist okay. Ich korrigiere ein bisschen nach unten. Speed ist ein bisschen hoch, ich ziehe ein bisschen Gas raus. 2 weiß, 2 rot, wunderbar. 140 Ground Speed, 700 Fuß die Minute ist Sinkrate, die wir fliegen sollten. Centerline, slightly left of Centerline. Gas raus. Flare. Zack, die Erde hat uns wieder. Reverse. Autobrake disarm. Reverse cancel. Ich bleib wieder auf der Bahn stehen. So, das war jetzt so ein VOR-DMI-Approach, geflogen mit konventionellen Mitteln, mit Warlock und Vertical Speed. Ihr habt gesehen, es ist extrem arbeitsintensiv. Wenn man, manchmal hat man Glück, man kommt genau passend raus, dann muss man nur einmal die Vertical Speed anpassen und das Leben ist schön, aber in der Regel ist man da halt ständig am Korrigieren, ne? Und man muss halt ständig sein Gehirn benutzen, um rauszufinden, bin ich jetzt so hoch, so tief und was für eine Korrektur würde Sinn machen. Ne? Die Korrektur, die ich da angebracht habe, habt ihr gesehen, die war erst zu halbherzig, mit 50 Fuß die Minute kommt man selten großartig zurück. Da hätte ich dann wesentlich, hätte ich dann 150 Fuß mehr draufschlagen müssen auf die Sinkrate, um wieder auf den Gleitpfad zu kommen. Aber ihr seht, das ist halt, wenn man allein unterwegs ist und keiner neben einem sitzt, der ihm die Tabellenwerte vorliest und auch ein paar Tipps gibt, hier 50 Fuß zu hoch oder du bist 200 Fuß zu hoch, ist das halt wirklich eine Aufgabe. Ne? Das heißt, hier absolutes Muss, wenn man das so fliegt, wirklich voll konfiguriert in den Final Approach gehen. Oder, wie wir es gerade gelernt haben, sich das besser nicht geben und das Ganze entweder mit LNAV und VNAV zu fliegen oder mit dem Approach-Mode, falls es kein Offset-Approach ist. Roger. Wenn man auf diese Gleitslot-Anzeige, für die da nicht helfen, wenn man die mit einblendet oder lenkt ihn die einen zu viel ab, dann. Du kannst sie nicht einblenden, die kommt automatisch hoch. Du hast diesen Vertical Path Indicator, aber ja, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Natürlich würde die helfen. Sowas würde man fliegen, wenn zum Beispiel, wenn FMS ausgefallen ist, ne? Wenn du gar nicht okay. Diese Möglichkeit hast, das so zu machen.
dann muss man das mit Vertical Sweep machen, dann hast du dieses Hilfsmittel nicht. Ne? Aber wenn es da ist, sollte man das natürlich nutzen. Aber wenn es da ist, bei aller Liebe, würde ich das dann mindestens mit Elna von Wiener fliegen, wenn nicht sogar dann mit diesem Approach-Mode, ne? Weil das ist dann total blöd. Noch schlimmer ist es natürlich bei einem NDBDIMI-Approach. Wenn ich das nicht mit Elna von Wiener fliege, mit was für Flight Director Modes kann ich denn NDB-Approach fliegen? Hat er immer eine Ahnung? Wie kann ich da auf der Centerline bleiben auf dem NDB? Kann ich ein NDB tracken? Ja, ein NDB tracken kann ich. Ich kann mir den ja anzeigen lassen auf dem Navigation Display, kann den NDB einstellen und kann ja nach der Nadel tracken. Aber wenn ich Aber auf die Nadel. mit was für Mode machst du das dann? Ja, eigentlich könntest du es dann nur mit Heading-Mode machen. Genau, Matthias, schön, sehr schön. Genau, das ist die Natürlich, einzige aber Möglichkeit. Ne? das ist eine Katastrophe, Ja. wenn du das alleine machst, alles. Ich guck mal gerade, ob es in Bremen einen NDB-Approach gibt. Das ist eine Riesenkatastrophe. Ne? Sowas fliegt man dann wirklich besser mit Elna von Wiener oder lässt es ganz bleiben und divertet irgendwo anders hin, wo es schöner ist. Nee, gibt es kein NDB-Approach. Nee. Weil den NDB, so oft hat man es ja, glaube ich, auch nicht. Wisst ihr, Ja. wie es im Realen ist? Und dann die Nadel da halten. Ja. Wie war das? Touch the tail oder drücken und ziehen und Ja, ja. ja. Also sowas, NDB-DIMI-Approach, mindestens LNAV-VNAV, ne? Vertical Speed, okay, man kann sich halt diesen Gleitern auch selber basteln. Die Arbeit ist die gleiche wie beim VOR-Approach. Aber da macht es dann wirklich Sinn, wirklich dann auch den Approach-Mode zu nutzen. Aber dadurch, dass es ein bodengebundener Approach ist, den ich zwar aus dem Computer fliege, aber trotzdem auch beim NDB-DIMI-Approach muss ich mir dann die Nadel einblenden, ab und zu mal das QDM bzw. das QDR checken, ob das passt. Ne? Wir sind uns alle sicher, das wird immer passen, weil kaum einer fliegt das genauer als unser Flugzeug mit seinem Navigationssystem. Aber man muss es halt trotzdem dann diesen Raw Data Cross-Check machen. Das einzige Non-Precision, was man Raw Data mit bodengebunden nicht cross-checken muss, ist ein RMP-Approach, weil es da meistens oder immer nichts gibt, wo dieser Approach drauf basiert, bodengebunden. Geht das, Tim, auch mit der Q400? Ja, das macht die sogar besser als eine Boeing oder ein Airbus. Grund dafür ist, Boeing ist ja so aus den 60er Jahren, ein Airbus ist aus den Anfang der 80er Jahren und Q400 ist in den 2000ern, Anfang 2000 gemacht worden. Die kann das von Werk aus alles viel besser als Airbus und Boeing. Da kann man auch das Korrektursignal von vornherein sich einspeisen lassen. Es gibt in Nordamerika, die WestJet heißt, die fliegt sehr viel Q400. Die haben das mit vorangetrieben, dass in Nordamerika halt in diesen unmöglichen Plätzen, die man durch Täler nur erreicht, dann auch tatsächlich RMP-Approaches eingebaut worden sind, die ihr so kennt, wo man halt da in Schlangenlinien durch ein Tal fliegt und dann irgendwann am Ende der Linie ist auf einmal eine Runway, auf der man landen kann. Ne? Das haben die mit der Q400 so gemacht. Das konnte da damals noch keine Boeing, kein Airbus. Ne? Das geht da Ich sehr schön. komm drauf, weil ich mir deine ganzen Videos reingezogen habe heute. Habe ich auch gemacht, ja. Habt ihr alle keine Freunde wie ich oder was? Aber Nee, war spitze. interessant gewesen. Ja. Ja, nee, ansonsten, ich würde jetzt gerne noch einen NDB-Approach steigen, aber der ist fliegerisch realistisch geflogen, genauso wie die anderen, die wir gerade geflogen sind. Aber da zu reverten auf die Oldschool-Methode, das mit Heading Select und Vertical Speed zu fliegen, das kann man machen, wenn man Sadomaso veranlagt ist, würde ich nicht machen. Ne? Der lässt sich dann genauso gut fliegen wie ein VOR-Approach oder ein Localizer-DIMI-Approach, den man halt irgendwie komplett dann aus der Box fliegt. Ne? Wichtig ist natürlich, das geht nur, wenn diese Approaches, die ich da fliegen möchte mit Elna, FIDAV oder Integrated Approach Navigation, die müssen hier auch drin sein. EDDL zum Beispiel. Gucken hier. Was? Achso, ich muss erst die Departure eingeben. EDDW. Und dann nach EDDL. Um das wirklich fliegen zu dürfen, müssen die Approaches hier in der Liste drin stehen. Das heißt, wenn ich in Düsseldorf jetzt einen NDB-Approach fliegen möchte, muss das hier drin stehen. Ne? Steht jetzt Gott sei Dank drin. Das heißt, den könnte ich jetzt tatsächlich dann mit Elna von Wiener oder, der ist ja nicht Offset, der geht ja straight in, den könnte ich dann mit dem Approach-Mode fliegen und der würde sich genauso fliegen, genauso aussehen, als würde ich in ILS fliegen. Ist natürlich ein ziemlich großer Kontrast zu dem Programm, was wir gerade gesehen haben, wenn man das so also mit Heading Select Vertical Speed fliegen würde. Ne? Das ist der absolute Overkill. Möchte man nicht.
Aber wie gesagt, er muss gecodet sein, damit man dann fliegen kann und auch fliegen darf. Also sonst würde ja Wiener von Elnav überhaupt nicht anspringen zu. Genau, ja. Na gut, man könnte sich natürlich selbst was bauen, ne? Man kann natürlich auch die Möglichkeit hier, man kann sich nur hier die Runway auswählen, 05 rechts, dann sagen wir eine Extension auf 10 Meilen, nicht 100 Meilen, sorry, 10 Meilen. Und ich gebe da, was weiß ich, 3,2 Grad Flight Pass Engel ein. Dann baut er mir hier einen Punkt, die baut er sich selber. Ne? Ihr seht hier, die Runway 05 rechts, 052 ist der Elmon-Kurs, das stimmt, 3,2 Grad Gleit habe ich gerade eingegeben. Und bei 10 Meilen müssen wir dann mit 3594 Fuß in den Approach einsteigen. Das würde funktionieren, das würde perfekt funktionieren. Man darf es nur nicht machen von der Legalität her, weil sowohl die EASA als auch die FAA sagen, wenn du dann Flugzeug fliegst, wo zahlende Gäste hinten drin sitzen, die gerne weiterleben wollen, dann darfst du Anflüge aus der Box nur dann fliegen, wenn sie von einem Hersteller, der dafür zertifiziert ist, der auch so ein Monitoring-System eingeführt hat, wo man sicher sein kann, dass die Punkte, die eingegeben sind, korrekt sind. Nur dann darf man die dann benutzen. Die müssen hier in dieser Liste drin sein. So selbstgestrickte Dinge darf man nicht machen. Obwohl es natürlich hundertprozentig funktionieren würde. Den könnten wir wunderbar fliegen, diesen Approach. Man darf es halt nur nicht. Gut. NDB-Approach in der Realität. Weil meine, so viele NDBs gibt es nicht. Wird das noch real öfter mal geflogen? Oder? Nee, nur beim IFA-Training, wenn man die Instrumentenflugberechtigung macht, dann macht man das. Ich habe das, ist gut, es gibt ein paar Plätze auf den Kanalinseln, hatte ich das, glaube ich, mein Guernsey oder in Jersey. Da war das ILS defekt und die haben kein VOR gehabt. Da musste man einen NDB-Approach fliegen, aber das war völlig egal, weil das gibst du in die Box einen NDB-Approach auf die und die Runway und dann fliegst du das ab wie ein ILS. Ne? Da bläst sich keiner die Schuhe auf und fliegt das in Heading Select und Vertical Speed. Das macht man wirklich nur bei der IFA-Ausbildung, dass, wenn dann dieser Tag gekommen sein sollte, dass das ILS weg ist und es gibt nur ein NDB und bei meinem Flugzeug sind beide FMSen ausgefallen, dann ist es natürlich soweit, dann muss man das können mit Heading Select und Vertical Speed, aber dann ist man auch selten allein unterwegs im Cockpit und hat einen Kollegen, der einen da ein bisschen mit durchsprechen kann. Ne? Deswegen muss keiner sterben. Es ist halt wesentlich mehr Aufwand und unangenehm zu fliegen.